Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs, der nachmöglichkeitswöchentlichen Podcast. Und Anne ist wieder da. Oh, toll. Ah, du hast es das letzte Mal so schön gefunden, so ja, angenehm. Da bin ich doch gleich wiedergekommen. Ja, und hast auch gleich genau die gleichen Sachen angezogen. Ja, natürlich. Das sind meine Lieblingssachen. Ja, wir haben uns ja gemeinsam schon über Sailor Moon in aller Ruhe unterhalten, aber es gibt ja noch ein gemeinsames Interessegebiet, wo wir noch ein bisschen länger drüber... Es gibt viele, Gregor. Es gibt viele, aber nicht welche, die wir jetzt in diesem Podcast machen. Ja, das stimmt natürlich. Hm? Würde ja nie enden. Das würde nie enden. Ja, wenn wir anfangen, dann reden wir wahrscheinlich bis ins nächste Jahrtausend dann dort hinein. Deshalb. Kannst du auch kurz mal den Leuten sagen, worüber wir heute sprechen wollen? Oh, wir sprechen über ein ganz großes Steckenpferd meinerseits und auch deinerseits, nämlich Formel 1. Geil. Und? Autos, schnelle Autos von Gefahren von schönen Menschen. Schönen Menschen. Also nicht alle sind schön. Nicht nein, alle. Nein, bei also weitem es, nicht. Es hilft ja schon, wenn die dann schön sind, weil die haben ja auch so die ganzen Werbedinger, die sie dann auch machen sollen. Da kannst du ja auch nicht Hässletto Nummer 17 dann dran setzen. Ey, ich sag nur, Lewis Hamilton sieht ja immer übelst aus wie der Gangster-Rapper schlechthin. Hat ein bisschen was davon, ne? Und ey, dieses ist so krass. Der zieht auf jeden Fall nach dem Rennen immer direkt die Cappy, also die, so eine Gangster-Cappy an, die, weißt du, so bis hier geht. Ja. Und schön die Blingis immer im Ohr, ne? Alter, fehlt echt noch die richtig krasse Kette und Sonnenbrille hat er ja eh immer an. Also ja, der ist schon... Er ist eben ein richtiger Styler. Ja, dann Styler. Dort. Der hat schon seine... Oder? Du hast ja viele. Der aktuellen Formel 1 war auch, die haben alle... Das sind alles ein bisschen... Ne, ich will die jetzt nicht geschniegelt im negativen Sinne dann bezeichnet, aber die gehen ja schon mit ein bisschen Stil an die Sache dran. Ja, was natürlich auch zur heutigen Zeit gehört, durchaus. Das passt auch dazu. Twitter, Facebook, du musst dich überall präsentieren. Stimmt. Und heute kannst du nicht, sagen wir mal, wir werden ja dann ein bisschen in die Geschichte der Formel 1 dann so zurückgehen, was so kernige Typen, Rennfahrer von Anno dazumal, ja. Die findest du findest ja jetzt mehr solche eierlegende Rennwollmilchsäue, ne? Die können schnell Auto fahren, die haben Ahnung von der Technik, die sind präsentabel, die können in Interviews vernünftig umgehen und wahrscheinlich würdest du heutzutage und haben natürlich auch noch das nötige Geld in den Taschen, um sich dann in die Teams einzukaufen, wenn nötig, würdest du nicht bei der Formel 1 landen. Das ist ein anderes Ding als das, wie ich es damals angefangen habe, vor etlicher Zeit zu gucken. Natürlich, das stimmt natürlich. Du kannst ja nochmal kurz sagen, natürlich Formel 1 ist in Deutschland klar ein beliebter Sport, nicht spätestens seit Michael Schumacher, wo es ja richtig dann explodiert ist. So viele Frauen in meinem Bekanntenkreis sind keine Formel 1 Fans, muss ich sagen. Also ja, bist du das da ist die schade, Gregor. Das ist schade tatsächlich. Ne? Da fällt wieder ein, das müssen wir sie mal fragen, dann, warum das so ist. Aber wie ist es denn bei dir passiert, dass du an die Formel 1 rangekommen bist, du als Michael Schumacher-Fan? Nein, erzähl mal, wie passiert das? Das passiert, indem man einfach keine Wahl hat, würde ich mal sagen. Also es klingt jetzt hart, aber ich bin halt damit aufgewachsen. Ich habe ewig Formel 1 Rennen geguckt, seit ich ganz klein bin, also weil mein Vater Formel 1 geguckt also hat. Also dein Vater hat geguckt und dann ist irgendwann einfach mal das Interesse geweckt und hast mitgeschaut. Ich fand das halt echt immer spannend. Das war auch eine ganz andere Zeit damals. Da war es halt wirklich auch noch richtig spannend. Da gab es nicht jedes Jahr den gleichen Weltmeister. Mhm. Und deswegen, also ich weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, eher so auch in diesem Interessengebiet zu Hause, was Technik angeht und so hochkomplizierte Sachen. Ich verstehe das nicht, aber ich finde es halt cool, gerade, glaube ich, weil ich es nicht verstehe, weil das so hochkomplex ist, wie die Autos gebaut werden und was da alles dahinter steht und wie viel Geld da auch reinfließt und dass da eine riesen Marketingwirtschaft dranhängt und so weiter und so fort. Also das ganze System dahinter ist halt auch ziemlich interessant. Ja, ich finde, es ist auch, ich glaube, ich hatte es in einem älteren Gedankensprung mal ein bisschen ausgeführt, als der Schröck und ich über Rush gequatscht haben. Da können wir auch noch mal ein bisschen drüber reden, weil finde ich auch immer noch einer der besten Filme des Jahres. Ja, ich gesehen habe, ein sehr, sehr guter Film. Ich bin auch als Kind da rangekommen, habe es jetzt nicht mit den Eltern zusammen dann geschaut, sondern eher, weil es wurde schon bei mir, wo ich Ende der 80er da rangekommen bin, schon ein relativ großes Aufhebens gemacht, aber auch wenn du per se nicht den deutschen Fahrer hattest, der alles dominiert. Ja, aber da gab es ja ganz andere. Da gab es ja, also ich bin eingestiegen mit so Nigel Mansell und Alan Prost und so weiter und dann in die Ära rübergegangen mit Ayrton Senna und Schumacher und auch hier dann Jean Alesi oder sowas, Gerhard Berger, damals die Ferrari-Fahrer und so weiter gewesen. Stimmt. Ich hatte immer ein Interesse an Autofahren, also natürlich, ich habe auch natürlich erst wie die meisten nicht mit 12 meinen Führerschein gemacht, sondern erst damals 19 war ich, glaube ich, damals mit dem Führerschein, aber ich bin immer gerne mit dem Auto gefahren, mit den Eltern und mit anderen Leuten und so weiter und ich fand es faszinierend, weil das war wirklich
boah, ne, das war was, was ich mir nicht vorstellen könnte, machen zu können, in diesen superschnellen Autos mit so einer Gefahr sich das dann dort auszusetzen. Das wollte ich immer machen. Das war sehr faszinierend. Es war einfach das Zuschauen alleine, was da für eine Energie, was da für einen Mut dann dort mit drin gestellt. Und natürlich auch das, die Spannung des Rennfahrens selber und auch natürlich als Videospieler dann so Rennfahr-Videospiele gespielt und alles immer wieder. Auf Formel 1 war immer so ein kleines Highlight. Da konnte man sich so am Rennwochenende freuen. Das war ja noch ein bisschen anders gelegt. Da haben sie ja damals, glaube ich, noch nicht dann die freien Trainings übertragen und so weiter. Es gab das Qualifying am Samstag. Das war auch noch ganz anders, das Qualifying. Ja, das nicht, also nicht mehr wie heute. Wahrscheinlich die Modi wechseln ja eh alle paar Wochen gefühlt dann mal. Heute mit diesen 3 Lap-Runden, die vorhanden sind. Das gibt's schon seit ein paar Jahren. Es gibt schon seit ein paar Jahren. Also zu Anfang war es ja immer diese eine Stunde. Ne? Also genau, du hattest eine Stunde Zeit, da wo jeder deine rausfahren konnte, deine Runde zu machen. Legen, genau. Und das hatte auch was für sich. Das, du warst ja auch bei der Formel 1 selber vor, hier im Nürburgring, oder wo war es gewesen? Dieses Jahr. Dieses Jahr war ich am Nürburgring, davor war ich zweimal am Hockenheimring. Ich bin vor 2 Jahren in Monza gewesen. Ich weiß. Es ist immer noch schmerzhaft für mich. Es tut mir noch leid. Naja, es war damals, wir hatten ein Angebot bekommen, da war der Thrustmaster, der Hersteller von Lenkrädern, hat dort mit Ferrari eine Kooperation gemacht und ein Angebot bekommen, hey, ihr könnt gerne vorbeikommen und dort einen Beitrag machen. Ja. Und wir natürlich, ja klar, so 2 Leute mit Kamera und so weiter, habe ich Anne natürlich gefragt als Formel 1. Natürlich. Ich hatte sogar angerufen, hey, hast du Bock, mit mir zur Formel 1 zu fliegen nach Monza für ein paar Tage? Und dann kommt von denen zurück, nee, wir mussten uns umentscheiden, wir können leider nur einen hinschicken. Und dann bin ich schweren Herzens alleine traurig mit der Kamera dorthin gefahren. Ich habe dir aber ein Geschenk mitgebracht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ja richtig abgesahnt trotzdem. richtig gut. Warum auch immer Nico Rosberg, ich weiß es nicht. Ach, dazu kommen wir später. Also wir haben es auch schon mal dann live erlebt, auf jeden Fall. Und ja, jeder von uns. Die Faszination, die man von der Formel 1 durch das Zuschauen so bekommt, wenn du das einmal vor dir siehst, wie schnell, wie enorm, wie laut. Wie das ultra ist laut dieser. Ich hätte nicht gedacht, dass die Dinger so laut das sein können. Du kannst unglaublich ohne laut. Ohrstöpsel kannst du dort nicht mal ansatzweise. Ich habe immer so riesige Ohrschützer. Ja, genau. Auch. Nicht mal ansatzweise in der Nähe von den Dingern sein und einfach wie die dann rüberjagen, durchjagen und so weiter. Das erklärt auch darüber hinaus, dass Leute auch sich dann Rennsport, obwohl eigentlich du sitzt ja dort an einer der Kurven und siehst maximal und nur genau. einen. Das ist und der das ist unfreundlichste Sport als Zuschauer als dabei. Als Zuschauer schon, ne? Das kommt immer irgendwer vorbei, aber du hast halt immer Autos, die immer wieder vorbeikommen. Ja. Und dann, wenn du Glück hast, passiert mal irgendwas oder so, gerade da, wo du sitzt. Aber im Prinzip ist es zum Zuschauen jetzt nicht gerade so. Also da siehst du im Fernsehen wirklich mehr. Und wenn es diese riesigen Leinwände nicht gäbe, dann wäre das, dann würdest du überhaupt nichts vom Rennen mitkriegen. Ja. Noch nicht mal, wann es zu Ende ist. Weil dann irgendwann keine Autos mehr kommen. Dann weißt du, dass es zu Ende ist. Dann aber weißt so du, dass es zu Ende ist. Wenn du die ganzen Tafeln nicht hättest, müsstest du jede einzelne Runde mitzählen. Das wäre auch irgendwie blöd. Ja, die Faszination ist dann fast schon mehr beim Rennwochenende dort, mit dem, was drumherum dann dort passiert. Genau, das ist irgendwie so ein kleines Volksfest. Da ist immer so ein Dorf aufgebaut, genau. So ein richtiges Village, da kannst du irgendwie Merchandise kaufen, du kannst dir alte Autos angucken. Das war auch schon, die hatten eins von Fangio dort aufgebaut, eines der Autos dort und eine Statue auch sogar von ihm in Monza. Das war schon cool, das dort sich anzugucken. Krass. Ja, es war ein bisschen so Heidepark Soltau so drumherum mit so kleinen Attraktionen. Ja. Da waren jetzt nicht Fahrgeschäfte oder sowas mit drin, aber es war cool, dann nach so vielen Jahren dann da mal live dabei zu sein. Ne? Ja. Da auch das Qualifying, natürlich, ich habe nichts von dem Rennen mitbekommen, nichts von den Qualifyings und so weiter, weil also klar, ich habe sie gesehen und so weiter, aber natürlich nicht so nachvollziehen können, wenn man auf die Tafeln dort geschaut hat. Ja, das ist. Selbst als Zuschauer unfreundlicher Sport kann man sich das auch gerne mal dort geben, aber natürlich richtig reinkommen wirst du, wenn du dann die Fernsehübertragung siehst, ne? Weil dort wird dann alles auch vernünftig aufbereitet und ich finde, Formel 1 ist auch einer der, also klar, es wird immer so über Taktik dann dort gesprochen, genau. Ne? Und dann, oh, wie hat der die Reifenwahl gemacht und das Rennen wurde in der Box entschieden, weil der am besten so die Tankstrategie, weil es mittlerweile ja auch nicht mehr vorhanden gibt ist. Auch nicht mehr, ne. alle paar Jahre kann man das ja eh neu lernen, richtig. Aber dieses große Maß an Taktik, was dort mit reinkommt, was sich vor allem auch über so ein langes Rennen ziehen kann, wo so kurzfristige Sachen damit reinkommen, da finde ich, kann wenige Sportarten mithalten, ja, auch sowas genau, wie Fußball. Und richtig, alles. Also das ist so der genau. Sport, nicht nur der Lenker, sondern auch der Denker, kann man fast zusammenfassen. Ja, das ist es halt, dass dieses, es wird immer vorgeworfen, dass der Fahrer gar nicht wirklich viel damit zu tun hat, sondern dass das alles nur Taktik ist und nur Auto und so weiter, dass es kein richtiger Sport ist. Das stimmt ja auch alles nicht. Ich finde es aber gerade, dieser Taktik-Aspekt macht das Ganze aus. Und ich glaube, dass es
weniger spannend wäre, wenn es nicht so wäre. Also stell dir mal vor, du hättest nur Autos, die fahren im Kreis, die dürfen nicht tanken, die dürfen die Reifen wechseln, die dürfen gar nichts. Das ist echt strange, ja. Und also, ne, das würde ja gar keinen Spaß machen. Und ja. Diese konstanten Regeländerungen, jetzt wo das nicht mehr getankt werden darf oder von wegen, als das ganze Care-System noch dazugekommen ist, wo man sich dann so einen videospielmäßigen Turbo-Boost dann nur in gewissen Stellen im Rennen dazu. Es ist schon cool. Es gibt ja die Beweggründe, warum es eben so viele Regeländerungen und Adaptionen gibt. Einerseits natürlich, um die Sicherheit zu erhöhen. Und ich finde also seit dem Mitte der 90er, wo eben das mit Senna und Ratzenberger passiert ist am Wochenende in Imola damals, es gab zwar immer noch dann Verletzungen. Es gab richtig schlimme Unfälle auch noch. War Zanardi Formel 1? Nee, das war bei Chemka, oder? Mit den Beinen, wo er beide Beine verloren hat, der Alex Zanardi. Oh ja. Ja, also es gibt immer noch so knallharte Unfälle. So, aber zum Glück ist es passiert nicht mehr so viel, sagen wir mal so. Das ist das Gute daran, dass die Autos eben, also wenn du es vergleichst zu der Senna-Saison damals, 93 oder 94 müsste es gewesen sein. 94 ist es gewesen. Die Form der Autos, ne, die immer noch so ein bisschen dieses länglich hat, die waren in den nächsten Saisons dann sehr gedrängt, weil die dann bewusst zurückgeschraubt wurden, damit die sicherer werden, damit das Monocoque, das Cockpit dann aus Kohlenstoff, gepressten Kohlenstoff, der so viel dann entgegenhält, dass der Fahrer dann möglichst geschützt wird dort. Ja. Trotz der Horror-Crash, die es da sind, ist die Verletzungsquote zum Glück wesentlich geringer ausgefallen. Das ist richtig krass. Man kann das mal gerne bei YouTube auch suchen. Man findet sehr, sehr viele krasse Unfälle, wo die Leute einfach so aussteigen. Ja. Und es passiert überhaupt nichts, wo du dir denkst, Alter, der muss eigentlich tot sein. Das eigentlich kann schon. Gar nicht anders eigentlich sein. Eigentlich schon, so diese ganze Horrorzeug, was du vorher hast. Es gibt natürlich auch dann die Schaulustigen unter denen ich, also Fans will ich die nicht nennen oder so weiter, aber da gab es ja auch früher dann, schau dir auf Videokassetten an, die Horror-Crashes. Ja, ne? Stimmt. Und, oh, scheiße, und ja. So ein Schwachsinn. Und selbst bei der Formel 1 war es eben auch, okay, das kann man zugeben, es war ein Element, wo einige Leute dadurch angezogen wurden, ne? Dass Leute ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja. Und es war auch unterhalb der Fahrer, speziell wo jetzt wieder Rush eben gewesen ist, der Film, den wir angesprochen haben, der kommt ja direkt aus einer Ära, wo dann immer noch du mit deinem Leben gespielt hast, ja, wirklich. Natürlich. Also gefahren 20% bist. Risiko, sagt Niki Lauda. 20% Risiko immer. Und alles 21% nicht mehr. Ja, ja, genau. Und genau diese 20% Risiko konnte er nicht einhalten wegen des Regens. Und auch harte Szene. Ne? Schau dir Niki Lauda an. Niki Lauda ist ein lebendes Beispiel eben da, was sowas einfach verursachen kann. Heute könnte natürlich durch prozentuelle Chance immer noch so ein Unfall stattfinden, wie das mit Niki Lauda passiert ist, aber die ist so wesentlich das niedriger so als das in geworden. Den 70er Jahren. Es war ja erst vor 2 Wochen, glaube ich, dass ein Auto komplett gebrannt hat. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Aber wie gesagt, es passiert einfach nicht mehr so viel. Die haben ja auch diese krassen, bis zu 1000 Grad haltbaren Feuerschutzanzüge unter ihren Overalls an. Also das ist ja alles so weit ausgereift mittlerweile. Es ist so super technisiert und auch dadurch, im Endeffekt haben die Autos ja heutzutage immer so eine direkte Internetleitung an die Box oder an die Station, wo, also mich hat es auch, auch gewundert, teilweise, es ist ja so eine bewusste Transparenz, die gemacht wird, dass du dann Statistikwerte aus den Autos eingeblendet während des Rennens, wo das Auto gerade in welchem Drehzahlmesser, in welchem Gang es ist. Das ist natürlich cool für die Zuschauer, die dann so Statistikfreaks sein können, das mitnehmen können. Aber man sieht, wie ineinander verzahnt, vernetzt ist es und die ganz genau wissen, die Boxen, wie viel Tropfen Benzin noch drin sind oder wo sich der Reifen aufgeheizt hat vorne an der Seite, das wo es nicht dort passiert krass, ist. Ja. Ja, und der Punkt, den ich ausführen wollte, eben diese konkreten Veränderungen an den Regelungen, einerseits eben wegen der Sicherheit, ne? Und sich die Technik, die Teams forschen ja immer dann in den Windkanälen zwischen den Saisons, die Autos werden ja immer schneller, obwohl die neuen Restriktionen immer draufgehauen werden. Ja, genau, trotzdem. Ja. Trotzdem wird das dann so gemacht. Und andererseits ist es, um die Spannung dann nochmal aufzuwerten, ne? Weil irgendwann hattest du ja auch, so speziell zu der Schumacher-Ära, fand ich, war das so. Oh ja, das war sehr, sehr, sehr schwierig damals. Es war schwierig. Du hast einen Fahrer, der einen Qualitätsvorsprung hat. Also war, man kann es auch, ich bin kein Schumacher-Fan. Ich auch nicht. Das kann man natürlich neidlos anerkennen, dass der ein echt guter Rennfahrer gewesen ist. Und auch ein cleverer, wirklich technisch gut versierter Rennfahrer gewesen. Auch manchmal, öfters mal ein bisschen eklig auf der Rennstrecke, wenn ich an die ganzen Villeneuve-Sachen dort denke. Ja, das war auch eine harte Aber er hatte auch eben genau das Technikverständnis gehabt, um zu einem Team wie Ferrari zu kommen, die mit Berger und Alesi eigentlich wirklich unter ferner liefen waren. Die waren die Dritten eben dort hinter Williams und hier McLaren damals gewesen und hat sie so nach vorne gebracht, dass du so eine Dominanz dann dort hattest, dass im Endeffekt da waren es Underdogs, die ganzen anderen. Hier Damon Hill natürlich, ne, der vorher Weltmeister vor der ganzen Serie von Michael Schumacher gewesen ist. Ich habe mich so gefreut, Damon Hill ist ja dann von Williams in so ein kleineres Team gegangen. Was war es denn nochmal? Jordan, glaube ich. Jordan die Gelben?
War Damon Hill nicht bei Jordan? Nee, das war später nochmal bei Jordan. Bei Arrows war er dann nochmal nach Jordan. Ne, es müsste Arrows gewesen sein. Und das habe ich heute noch im Kopf. Ne, also vielleicht war es auch ein ähnliches Team wie Arrows, aber so aus der untersten Kategorie dort. Er hatte die Chance, im Arrows ein Rennen zu gewinnen. Ne? Und er hatte durch kluge Strategie oder sowas. Und ich habe richtig gejubelt vor dem Fernsehen. Dann hat das Auto irgendwie schlapp gemacht kurz vor Ende oder wurde überholt. So und sowas. Es war so traurig, aber das waren so die Sachen bei einem Sport, der dann auf einmal dominiert wurde von dem Michael Schumacher, wo ich eben dann wirklich eher zu dem... Wo man sich kurz freut. Ne? Genau, zu den Hills. Das sind so die Momente. Ich saß an der Uni, als die Nummer mit Villeneuve passiert ist, die Weltmeisterschaft. Ja. Es war das letzte Rennen, das müsste 98 wahrscheinlich gewesen sein, 97, 98. 97 ist Villeneuve Weltmeister geworden. Genau, 97 war das und an der Uni ist das Rennen dann gerade vorher gewesen und ich habe dann am Tag an der Uni danach die Zeitung gelesen und mein Kumpel dann dort scheiß auf die Mathe-Vorlesung dort gelesen und sah immer dort, was da passiert ist. Da gab es im letzten Rennen dann das Duell zwischen Villeneuve und Williams und Jacques Villeneuve, also der Sohn von Gilles Villeneuve, berühmter Rennfahrer und Schumacher im Ferrari und Michael Schumacher hat versucht, Villeneuve abzuschießen. Ja, und ist dann in der Kurve hängen geblieben. Genau, und hat eigentlich den gegenteiligen Effekt gemacht und das war so schönes Karma. Das hat Villeneuve halt die Weltmeisterschaft gebracht im Endeffekt. Ne? Genau, und das, ich habe so gejubelt, ich habe so gefeiert, als es dann dort passiert. Das sind diese kleinen Momente, wo man sich als Rennsportfan wieder gefreut hat, aber das war natürlich eine kontraproduktive Ära, um dort, wenn du nicht gerade, ich bin Deutscher, deshalb freue ich mich, wenn Michael Schumacher mitgeschwungen ist. Ja, das ist auch so ein Ding, ey, das ist glaube ich auch, das ist der größte Punkt, warum glaube ich, die Deutschen so viel Formel 1 gucken. Natürlich. Sie hatten ewig so ihren Held in Schumacher und jetzt haben sie den Held wieder in Vettel. Ja. Wenn das mit Vettel nicht passiert wäre, dass Vettel jetzt quasi dann wäre das absolut in den Keller gegangen. Man hat es ja schon gesehen, also Formel 1 hat ja irgendwann durch den Schumacher-Boom, die Einschaltquoten sind eigentlich neben Fußball und Boxen maximal wegen der Maskennummer, denn die ganzen Jahre über den Klitschkos aktuell, sind ja die einzigen Sachen, die so zwischen 10 bis 20, 25 Millionen an Zuschauern machen. Kein anderer Sport kommt daran. Und wenn Schumacher das nicht so hochgepackt hätte und Vettel das nicht dann weitergemacht hätte, sieh dir Tennis an. Ja? Ich habe auch Tennis sehr, sehr gern geschaut. Also damals zu der auch Boris zu den Becker, Steffi Graf. Boris Becker, Steffi Graf, Andrew Agassi, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Michael Stich zu damaligen Zeiten. Andrew Agassi bin ich super Fan, Riesenfan davon. Ja, ich habe Davis Cup Matches nächtelang geguckt. Ja. Super, US Open versucht live zu gucken bei RTL, wenn es nachts geklappt hat. Ich habe mich auf die zwei Wimbledon-Wochen im Sommer immer gefreut. Oh, war so knallharter Sportfreak. Das ist leider nicht mehr so enorm so. Aber man hat es gesehen, wo Graf und Becker Anfang der 90er dann in den Hintergrund gerückt sind, so ist wie. Wie ist nochmal die andere deutsche Tennisspielerin? Anke Huber. Anke Huber! Anke Huber beispielsweise. Die kenne ich auch noch. Die konnten beispielsweise nicht das dann hochhalten und Tennis ist heutzutage. Guckt keine Sau mehr guckt um keine das Sau mal, mehr in Deutschland eben. Ja, ne? Obwohl es immer noch ein sehr spannendes. Es gibt immer noch hier Nadal, Roger Federer. Und dann, das sind wirklich teilweise enorm klasse Matches. Wo war es denn vor einem Jahr oder zwei, wo es dieses 7, 8, 9 Stunde stundenlange Wimbledon-Match gegeben hat? Meine Herren, was ist das für ein geiles Ding, ne? Aber das ist doch furchtbar eigentlich. In Deutschland ist es eben, wir mögen es, wenn wir gut drin sind. Genau, das ist immer so mit Deutschen, ey. Das ist immer so. Also bei Fußball wird es niemals so sein, weil Fußball zu groß ist in Deutschland. Und in Deutschland wird Fußball immer erfolgreich sein. Stell dir mal vor, wir wären jetzt die mega Eishockey-Nation auf einmal. Wir würden alle Eishockey gucken, scheiß drauf. Wir besiegen Kanada, USA, Russland, der Winter jedes der Liebe Mal. Oder so, ja. Ey, ich gib Brief und Siegel da drauf, gleich mit Basketball. Egal welcher Sport, wenn wir auf einmal irgendwo drin jahrelang super gut werden, würde das die ganze Nation gucken und es überhaupt nicht hinterfragen, warum wir das überhaupt alle gucken. Genau, und ich will mich auch nicht in der Hinsicht beschweren, so, ach, das sind nur schön Wetterfans, die dann nur dann dranbleiben, um ihren Spaß zu haben. Die haben ja ihren Spaß dann dort dran. Ja. Aber im Endeffekt sagt das nichts darüber aus, wie beliebt oder über die Qualität des Sports dann selber aus. Ne? Richtig. Und das ist da ein bisschen schade, weil Formel 1 ist auch ein bisschen so, bei mir ist das Interesse mit den Jahren ein bisschen gewichen dort. Also ich weiß auch, ich kann auch nicht den Finger genau drauflegen. Du bist natürlich heute immer noch sehr aktiv. Also ich gucke mir nicht mehr jedes Rennen dann an, vor allem auch, weil wir jetzt in eine Phase gegangen sind. Ich habe persönlich nichts gegen den Vettel. Ne? Also ich, wir der haben verkauft ja auch Winterreifen mit Uke zusammen. Er verkauft Winterreifen mit Uke zusammen. Wir haben Vettel damals auch in Play. Ja, in genau, gehabt. Ich weiß. Ich war fuchsteufelswild, als ich das rausgefunden habe. Ey. Wie konntet ihr mir kein Autogramm mitbringen, ihr Schweine? Ey, es war sehr kurz, aber die Geschichte kann ich gerne nochmal erzählen. Ich war vor einigen Jährchen noch, wie vielleicht eine gewisse Redaktion. In Japan war das, ne? Ja, Uke haben wir extra nach Japan ausgeflogen. Ich durfte die Hotels und die Reisen buchen als Redaktionsleiter der Super. Sendung. Danke,
Red Bull. Das habt ihr clever eingefädelt, wie es war. Oh. Red Bull hatte damals eine Kooperation gemacht, wo Play dann sozusagen gelaufen ist auf deren Sender Servus TV, dass sie in Gran Turismo 5 ein spezielles Auto mit dabei haben. Ja, den Red Bull X 2010 war, glaube ich, damals hieß es. Das war, ich glaube, der war sogar auf der Gamescom ausgestellt. Der war auf der Gamescom ausgestellt, natürlich nur ein Chassis, was sie nachgebaut haben, aber es sah schon ziemlich geil aus. Dieses fiktive Auto, das musst du dann, also jetzt konntest du es irgendwann mal runterladen nach einiger Zeit, aber da musstest du vorher 150 Stunden spielen irgendwie gefühlt und 1000 Sachen freischalten, damit du diesen Boliden da hast. Und zu der Sache, weil es diese Koop dann gut geklappt hätte, heißt es, oh, wir sind eine Videospielsendung, komm, der Sebastian Vettel ist gerade in Suzuka, ne? Dann gucken wir mal, ob wir unseren Moderator Uke dorthin kriegen und oh, da kennt die Red Bull-Kontakte, kennen noch zwei Leute in Japan, die Kamera noch mitmachen können. Das war sehr schade, ich hätte mich sehr darauf gefreut, aber wurde letzten auch, das kennst du ja das Gefühl, in der letzten Sekunde dann ausgeladen, musste alles von daheim managen, aber wir hatten dann eben den Weltmeister Vettel in der Sendung, da war gerade eben einmaliger Weltmeister dort gewesen. Ich weiß, da war noch ganz jung. Klein. Ganz jung und klein. Auch, man kann sich es kaum vorstellen, so dominant wie Red Bull dann aktuell ist. Ich habe Sauber immer ganz gern gemocht, also den Rennstall Sauber. Ja. Und du kannst ja sagen, Red Bull ist ja hervorgegangen aus Sauber. Sauber gibt es ja nicht mehr direkt. Ne? Sauber gibt es, immer noch. Ja, heißt immer noch Sauber Racing? Ja, heißt immer noch Sauber. Aber die haben, das ist jetzt ein anderes Sauber, was ursprünglich mal Sauber war, ist ja dann zu Red Bull irgendwie geworden. Die haben doch diese Frau als Teamchefin, Monisha Kaltenborn. Warum auch nicht? Genau. Die ist glaube ich, eine Inderin und die ist Teamchefin bei Sauber. Okay, ja, Sauber war immer so... Die fahren auch gar nicht so schlecht. Nö, das stelle ich mir auch durchaus vor. Die waren für mich immer so, also so die Underdogs, mit denen ich gerne mal mitgehalten habe. Die haben mal ein bisschen geschnuppert, bis dann eben so sympathisch. Genau, dieser Erfahrungsvorsprung durch die Technik von Red Bull gekommen ist, wo sie dann abgegangen sind. Ja, sie haben ja dann auch Adrian Newey eingekauft und dann war das Ding geritzt einfach. Der baut halt einfach die geilsten Autos fertig aus. Ja, also du hast natürlich ein paar Leute wie Adrian Newey, der einer der besten Chassis-Autodesigner ist. Oder auch vergleichsweise jetzt, wo bevor die Dominanz mit Red Bull dann losgestartet, deshalb wahrscheinlich, weil das alles ein bisschen so vorhersehbar geworden ist. Obwohl die letzte Saison war ja durchaus wieder spannend mit vielen Sachen und sehr viele verschiedene Sieger dort gehabt. Aber irgendwie bin ich hier, das Feuer ist leichter löschen bei mir. Das will ich nicht am Sportfest machen. Das ist einfach, weil ich allgemein nicht mehr so sportaffin bin. Ich gucke auch kaum noch Fußball, kaum noch Formel 1, kaum noch Tennis und so weiter. Aber ab und zu mal entflammt das dort wieder. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich Formel 1 liebe. Ja, genau. Immer das noch. Bleibt. Aber ich fand dann eben, diese ganze Schumacher-Ära hat das hochgemacht. Jetzt hast du wieder eben diese vielen schönen Wetterfans dort. Und die gucken es hauptsächlich, weil Vettel gewinnt, weil wir auf die Straße gehen können und dann yay! Party, Vettel hat schon wieder gewonnen. Vettel jetzt die vierte Weltmeisterschaft gewonnen hat, da waren die bei RTL und haben dann gesagt, jetzt schalten wir in den Heimatort von Vettel und so weiter. Heppenheim. Und ich wenn ich in Heppenheim dort jetzt, dann wohnen wir da so, hey, yeah, ich muss jetzt schon wieder. Wieder. So wie, wieder gemacht. Wie damals in Kerpen. Genau das. In Kerpen. Ja, muss sagen, Heppenheim als auch Kerpen haben ja sonst nichts, ne? Doch, eine Kartbahn. Die Kartbahn, ja, genau. Genau, die auch den Schumachers gehört. Genau, ja, wo der Vettel eben seine Sporen dann verdient hat. Auf der Kartbahn des Schumachers war das. Es gibt doch dieses niedliche Video, wo Vettel irgendwie 13 ist mit seinen Pokalen und so. Und sagt, ich möchte mal Formel 1 Weltmeister werden. Das ist so süß. Das ist toll. An sich ist der Vettel, ich finde ihn nett, ich finde ihn sympathisch an sich. Der hat eben ich glaube, der ist ein bisschen, also wenn ich das mal so beurteilen kann von Weitem, finde ich, dass er jetzt so ein bisschen hochnäsig geworden ist. So, es ist schwierig. Eigentlich so ein Typ, der für lange Zeit geerdet vorgekommen ist. Genau, und auf einmal jetzt, das kann einem aber auch nicht gut tun, finde ich. Dieses ganze Geld, was man bekommt und diesen ganzen Ruhm und alle wollen immer wie was. Wie fucking alt ist er? Der ist Mitte 20. Der ist so alt wie ich. Ich glaube, der ist sogar jünger wie ich. Ja, ne, der ist jünger wie du und hat 4 Formel 1 Weltmeisterschaften hintereinander das gewonnen. Das musst du dir mal geben, Das ist der jüngste Weltmeister aller Zeiten gewesen damals. Genau, und hat die Möglichkeit, wenn das so dran bleibt und es kann ja durchaus passieren, dass kann ewig weitermachen, wenn der solange könnte, Red Bull dominant bleibt. Genau, ne, und in meiner Erfahrung von Red Bull aus, Red Bull wird für Formel 1 nie das Geld ausgehen. Nein. Ne? Ich habe meinen ehemaligen Kontakt da dort mal gesagt, hey Leute, wenn ihr mal dem Vettel mal einen Kotflügel weniger spendiert, können wir noch 3 Seasons von meiner Sendung dann produzieren. Es ist aber auch so, dass die natürlich die Weltmeisterschaft gewinnen, vor allem den Konstrukteurstitel, auch das meiste Geld da natürlich bekommen. Das ist so ein Teufelskreis eben. Das ist halt das Schlimme. Die kriegen nicht nur Geld von Red Bull, sondern die kriegen auch noch Geld von diesem ganzen Formel-1-Zirkus dafür, dass sie immer die Besten sind. Wie soll denn da jemals irgendwer, weißt du? Das kann ja gar nicht.
Es ist echt ein echt schwieriges System. Eigentlich, es ist so ein ultra teurer Sport. Dann es in der, ist teuer. Du und auch eben, nicht gerade umweltfreundlich, wenn man das mal so... absolut nicht umweltfreundlich. Also du, auch mit der ganzen Werbung, die dann auf den Autos ist, ja nicht mehr so enorm mit zumindest Zigarettenwerbung, die ja früher nicht mehr... Früher war das immer war das denn immer mit Lucky Strike? War das sauber? Die waren weiße Autos Lucky und hatten Strike einen roten waren, Punkt. Könnte sauber gewesen sein. Ja, ne? Zum Beispiel kann mich ja... Das Marlboro war ja Ferrari, das ist ja ineinander gekettet gewesen. Und dann... Die Länder, wo Tabakwerbung im Fernsehen verboten war, dann hattest du bei Ferrari eben diese Streifen mit dem Auto statt dem Marlboro dann drauf, wo es dann abgeklebt wurde. Oder bei Mercedes ist ja mittlerweile McLaren, früher McLaren, Mercedes hatten ja auch dann irgendwie ihre... Was hatten die denn nochmal? Die hatten ganz lange Vodafone auf jeden Fall. War es nicht Benson? Nee, Benson & Hedges war Jordan, das weiß ich noch, mit dem Gelben. Und was waren denn nochmal? Auf jeden Fall waren Zigaretten immer ganz groß. Es ist ein sehr, sehr teurer Sport und gerade wie die Gelder dort verteilt werden, es ist eben dieses... wirklich an sich unfaire System. Ja, die, sehr unfair, finde ich. Klar, die könntest du auch gebrauchen, die Rennställe wie Red Bull, wie Ferrari und so weiter. Aber die ganz kleinen, ich finde es so halt echt, genau, das ist echt scheiße. Weil du hast einen Kimi Räikkönen bei Lotus sitzen, der sagt, ich gehe nächste Saison zu Ferrari, weil Lotus mich nicht bezahlen kann. Ja. So, was ist das? Was soll das? Wenn die das System mal vielleicht so ein bisschen ändern würden und den Teams irgendwie gleich viel Geld oder irgendwie weniger Abstand dazwischen, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass da enorm viel Klüngel passiert ist über Bernie Ecclestone, dem, ist er noch Besitzer oder wie war das? Ja, also, ich weiß, der gerne Nazi-Sex-Partys feiert in Großbritannien, das haben wir mit auch. Prince Harry wahrscheinlich. Mit Prince Harry wahrscheinlich, ja. Ja, das, oh, ich habe sie nicht erkannt an dem Bart. Ja, es ist natürlich so ein enorm großes Geschäft, nicht nur durch die Fernsehgelder, durch die Zuschauer, durch das Merchandising, was verkauft wird. Es wird zwar viel Geld reingesteckt, aber die würden es nicht nur zur Liebe des Sports machen, sondern auch, weil die ordentlich Reibach damit machen würden, klar, als die Fahrer, als die Teams, als die Besitzer und so weiter. Und ich würde auch mal für einen, auch im Sinne des Sportes einfach, auch nicht nur, weil es fairer ist, dass die Teams, die hinten sind, auch mal ein bisschen besser verteilt bekommen, dass die dann Erfahrungsvorsprung, so hältst du die Teams ja auch klein. Ja? Du hast immer mal wieder irgendeinen Magnaten, der versucht, in die Formel 1 dann reinzugehen. Das war ja bei Red Bull genauso. Die kaufen sich da einfach rein, ne? Sauber ein und dann, solange die noch Geld haben, pumpen die Zeug rein und gucken, ob die geil genug drauf sind, dass sie in der Formel 1 Fuß fassen können und dann holen sie sich die Newies. Ja, das war doch irgendwie auch mit Force India war das ja auch so. Das gehört ja auch so einem indischen reichen Typen. Ja. Dann, ich glaube, Caterham gehört einem Russen oder so. Also da kaufen sich halt immer irgendwelche Leute ein, denen halt irgendwie langweilig ist so und die denken sich, okay, wir bauen jetzt ein Formel-1-Team auf. Wir brauchen irgendwen, die haben ein Auto, aber haben keinen Sponsor. Ja, okay, die kaufen wir auf. Zack, bauen die denen dann ein Formel-1-Auto hin mit ihren 30 Millionen, die da zur Verfügung haben. Es ist sehr ein strange Gefühl, da kauft sich jemand in die Königsklasse des Rennsports ein, aber die sehen aus wie die hinterletzten Gurken. Richtig, eben, und die fahren so halt immer nur hinten rum und das ist halt echt irgendwie, das muss doch auch für so Leute so frustrierend sein, wenn du irgendwie... Ich kann mir das vorstellen. Wieso habe ich so viel Geld ausgegeben und bin dann jetzt 29. gefühlt? Ja, genau. Das ist doch, das macht doch alles keinen Sinn irgendwie. Das ist irgendwie strange. Ich hoffe mal drauf. Also ich finde es durchaus spannend. Natürlich, es hat sich ja ein bisschen verschoben zwischendurch drin, was die großen Teams bedeuten. So jemand, wo ich dann angefangen habe mit Williams. Williams ist ja nicht mehr wirklich das, was die Williams, die einzigen beiden Konstanten, finde ich, so große Teams, große Traditionsteams, würde ich Ferrari und McLaren sagen. Ja. Die waren halt immer da und die werden wahrscheinlich auch immer da sein. Und selbst solche Namen wie Lotus, die mal sehr groß in den 70ern gewesen sind, jetzt wieder sind auch wieder da. Sind. Also das sind so welche, die wieder ihre Popularität dann aufbauen müssen. Aber ich finde es gut, wenn zwischendurch es mal ein bisschen so Shake-Ups gibt. Ich fand die Nummer mit hier Ross Brawn und hier... Ey, das war richtig Brawn geil. Brawn GP war richtig das cool. War super, das war richtig, das und war dann das wurde Mercedes draus. Ja, ich glaube, es war das ehemalige Jordan. Nee, das Honda-Team war es. Ich glaube, Honda? Das waren auch die, die ich eben meinte. Die weißen Autos mit den roten Punkten und der Lucky-Werbung. Das war Honda. Das war Honda. Und Honda hatte sich in Jordan eingekauft. Und dann wurde Honda oder sowas draus. Und das Honda Racing, weil Ross Brawn war sozusagen der Rennchef von Ferrari, genau. Und der ist mit Schumacher gegangen. Der ist mit Schumacher gegangen. Schumacher hat aufgehört. Die hatten bloß John Todd wahrscheinlich dort. Und dann hat er sein eigenes Team. Wieder Penguin immer. Genau, und ja, erzähl. Dann hat er sein eigenes Team aufgebaut. Und Ross Brawn ist ja auch ein Genie auf dem Gebiet. Ist er, genau. Und die waren halt da. Das hieß Brawn GP und alle dachten so, okay, der hat jetzt sein Team da aufgebaut, was soll das? Zack, erste Saison,
Jensen Button Weltmeister. Das war fantastisch. Ey, und ich so, was? Das kann nicht sein. Und Rubens Barrichello war ja der zweite Team-Kumpane. Und der war auch auf dem zweiten Platz. Also die haben das auch unter sich ausgemacht. Die haben es unter sich ausgemacht, ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Die kommen aus dem Nichts. Die haben irgendein Team aufgekauft, was es nicht mehr gab, beziehungsweise was irgendwie finanziell am Ende war. Und der stampfte da das Auto aus dem Boden. Ja, und man hätte es dabei belassen müssen, denn dann kam Mercedes. Dann kam Mercedes und auf einmal, also ich hätte auch gedacht, okay, Mercedes kommt da jetzt dazu. Ja, das habe ich gedacht, das wird jetzt richtig groß. Eigentlich schon, ne? Man dachte, ja, jetzt, also, so wie damals mit BMW, da ist ja auch nichts draus geworden. Auch wieder, Mercedes hat ja lange Zeit dann mit McLaren eben, wo sie die Silberpfeile wieder ins Leben gerufen haben, ja, als großer Rennstall noch aus den 70ern, die eben für lange Zeit dann weg gewesen sind, haben auch sich ganz gut geschlagen. Du hattest ja dann... Ja, du hattest Lewis Hamilton 2008 Weltmeister. Lewis Hamilton und noch vorher dann eben... Kimi Mika Häkkinen, dann Kimi war für Ferrari damals, ne? Ja, Kimi hat aber, glaube ich, angefangen bei denen. Der hat, genau, der hat bei denen angefangen. Und Mika Häkkinen, richtig. Mika Häkkinen, Mika Häkkinen und sowas. meine große Schwester. Ich habe zwei Schwestern, meine kleine hat Sailor Moon geguckt mit mir, meine große hat Formel 1 gern geschaut, ja, und die ist riesen Mika Häkkinen-Fan gewesen. Oh, ich fand den auch immer super. Mercedes-Finger und alles, der coole, der blonde Mika war super. Weißt du schon, Räikkönen kann ich mich auch noch an sein erstes Rennen erinnern in Brasilien damals, wo er auf Anhieb so Dritter oder Zweiter geworden ist. Es war auch so, ich mag immer so, wenn Leute dann vielleicht aus dem Stand ein bisschen was schaffen oder genau wie Ross Brawn gleich die Formel 1 Weltmeisterschaft. Das ist immer cool, ne? Und dort holen. Ich bin immer dafür, dass es so ein bisschen so Shake-Ups gibt und neue Sachen dazukommen. Wenn sich dann ein Team festigt wie Red Bull, na, dann muss man das zwar neidlos anerkennen, ja, was sie dann machen, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ein Team dann kommt, dass es durch entweder Schleue, Ingenieurskraft oder eben durch reine fahrerische Qualität dann da macht. Dann setzt du den Kers eben richtig ein. Jetzt machen die überall Feuerwerk draußen. Das ist krass, ne? Ich höre schon, seit 2 Minuten läuft das hier hoch und runter. Ist der Hamburger Dom wieder da oder so? Das ist ja auch nicht so weit von mir. Nee, es dauert noch eine Woche, glaube ich. Dauert noch eine Woche, ja. Die machen ja auch immer das Freitagsfeuerwerk, aber das hört sich sonst nicht so intensiv an. Hafengeburtstag? Irgendwas in Hamburg ist immer irgendwas. Müssen wir gleich mal gucken, was es ist. Entdeckte Dreck. Heute mit Feuerwerk. Heute wird heute Feuerwerk nicht nur in den Ohren. Nicht nur, genau, in den Ohren. Wird es auf jeden Fall sein. Nee, ich freue mich immer wieder, wenn da neue Teams reinkommen. Das ich auch, fand ich, wenn sie denn cool, was taugen. Und ich glaube, auch wenn ich nicht so aktiv Formel 1 dann heute gucke, immer wieder werde ich dort reingezogen. Und ich erinnere mich gerne eben auch noch an die schönen Rennzeiten. An die schönen Zeiten. Guckst du aktiv immer noch jedes Rennen, Anne? Ja. Gucke ich. Ich habe jetzt irgendwie seit 3-4 Wochen keinen Fernsehanschluss mehr, dann musste ich irgendwie ausweichen, aber meistens schaffe ich, also das letzte Rennen habe ich nicht gesehen, aber meistens schaffe ich es und ich glaube, sonst habe ich dieses Jahr auch noch gar keins verpasst, bis auf jetzt das letzte in Abu Dhabi. Und ja, was soll ich sagen, ich bin auch sehr großer Fan der Vorberichterstattung. Ich mag die Beiträge, die RTL da immer zusammenschustert, über sämtliche Themen, die man überhaupt besprechen kann in der Formel 1. Die haben auf jeden Fall die Formel sehr gut, also in Anführungsstrichen die Formel natürlich sehr gut austariert, wie sie möglichst viel Sendezeit füllen können. Ja, mit irgendwelchen Beiträgen über irgendwas. Aber ich finde das eigentlich, die meisten Sachen sind relativ interessant, die auch, da zeigen. Auch eine unpopuläre Meinung fast, weil viele Leute, die haten ja gerne auf RTL. Ja, RTL ist auch nicht so geil. Ist auch nicht so besonders. Also ich habe auch gegen die Übertragung oder nichts, natürlich früher konnte man das auf Premiere gucken, dann mit 1000 Sachen, wo du umschalten kannst und andere Teams. Und ich fand auch, damals Heiko Wasser und Jochen Maas, fand ich, war ein bisschen besseres Team als der Christian Danner. Als er dann ich finde Christian Danner ganz cool. Der ist cool. Auch okay, aber es ist so, damit, da hatte ich mich dran gewöhnt. Wen ich nicht abkann, ist hier unser Boxenluder. Kai Ebel. Alter, ja, Kai Ebel. Es war so krass. Es war so krass. Ich stand dieses Jahr im Nürburgring, bei der Siegerehrung stand ich ganz vorne. Und ich habe mich voll gefreut und so und Champagner und hier Räikkönen und Grosjean und Vettel standen da oben und haben irgendwie Halligalli gemacht. Und wer kommt raus für dieses Interview, das sie ja neuerdings seit dieser Saison immer machen auf dem Podest? Kai Ebel. Ja. Und ich wollte instant kotzen, wirklich. Ich habe gehofft, dass irgendwer cooles, vielleicht ein Ex-Weltmeister oder so rauskommt. Nein, es ist Kai Ebel in einem grässlichen Hemd, wie immer. Dann wäre es aber auch nicht Kai Ebel, wenn es kein grässliches Hemd wäre. Dann wäre es ein Double gewesen. Es gibt Höhepunkte und Tiefpunkte der RTL-Berichterstattung. Kai Ebel, finde ich, ist sehr schleimig und er bildet sich auch enorm viel ein. Der ist so ein Schleimbeutel, das ist ganz furchtbar. Florian König finde ich sehr trocken, also ich glaube, der hält sich auch ein bisschen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen mit Florian König und mit Niki Lauda, ist es so ein bisschen wie mit Netzer und mit Delling. Tatsächlich, ja. So ganz wenig, aber nur. Das hat irgendwie eine andere Tonfarbe als
mit Netzer und Delling, ja. Aber es geht in die Richtung, so Hassliebe. Es geht ein bisschen in die Richtung. Und, aber auch ein gutes Beispiel, da können wir ja auf Rush nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Niki Lauda, für mich natürlich für viele Jahre, ich habe ja nicht in den 70ern angefangen, sondern danach, ich kann das nur. Ich habe in den 70ern angefangen. Nein, aber ich meine rein so vom Interesse. Ja. Ich kannte Lauda eben als so, für mich war das der Udo Lattek der Formel 1. Ne? Es war so ein sympathischer Kerl, der mal Tacheles geredet hat, ja, der wusste von. Ja, dem, ach, sympathisch, ich weiß bis heute nicht, ob ich den sympathisch finden soll. Ich mag den ganz gerne. Nee. Also den finde ich zum Beispiel ganz gut an der Berichterstattung dort. Der sagt halt immer alles, wie er es meint, so, aber. Und das ist sehr. Der ist, also, ich glaube, der ist viel zu persönlich, finde ich. Der sieht das eher nicht so aus einer objektiven Sicht. Der haut halt immer das raus und sagt, nein, der hat das und das total falsch gemacht und Vettel hat ja wieder großartig gewonnen, bla bla bla. Und dann sitzt du da und denkst du so, aber ey, du musst doch auch die Leistung des anderen irgendwie mal irgendwie anerkennen oder sonst. Ach, der ist halt einfach zu persönlich, finde ich. Deshalb der Latte-Vergleich eben dort für dich mit diesen doch sehr geleckten Typen wie dem Florian König, den er da sich gegenüberliegen hat. Diese persönliche Note ist natürlich nicht wirklich objektiv. Ja, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, das ist einer der erfolgreichsten und berühmtesten Formel-1-Fahrer. Genau, und er weiß auch ganz genau, der kann sagen, was er will und er sagt auch das, was er denkt. Und auch jemand, wie man an Rush dann gesehen hat, wenn man die Geschichten vorher nicht im Kopf hatte, was für ein analytisches Hirn der einfach ist. Ja, das ist echt krass. Und auch jetzt eine ganz überspitzte Geschichte gewesen. Kurz deine Meinung zu Rush, wenn ihr natürlich größere Details sehen wollt, es gibt ja noch den anderen Gedanken. Ja, den anderen Podcast gibt es auch noch, genau. Ja. Ich war in Rush relativ spät, muss ich sagen. Ich habe mich ja ewig schon drauf gefreut und war dann irgendwann mal, dann, als ich Zeit hatte, im Kino. Und ich fand es echt, also es war sehr gelungen. Und ich habe auch von vielen vorher halt schon gehört, die im Kino waren, dass es halt auch ein Film ist, den man sich auch angucken kann, wenn man kein Formel-1-Fan ist. Absolut. Und das trifft durchaus zu, ja. Also die Geschichte wird halt von A bis Z erklärt, was da damals so zwischen James Hunt und Niki Lauda los war. Die ganze Unfallsituation natürlich wird alles gezeigt, wie danach auch das Leben weiterging und was, dass er eigentlich in der gleichen Saison nochmal gefahren ist und so weiter. Also das war alles, was sie damals ohne jede Sicherheit und so weiter geleistet haben, ist halt einfach echt allein, krass. Man hatte das, was ich am Anfang dort meinte, diese Gefahr, die man auch 20% in die 80er, 90er gespürt dann hat, dass es eben, man denkt, ey, wie kann ein Mensch überhaupt sowas ertragen? Durch warum? Natürlich sind es dann überspitzte Darstellungen, aber diese ganzen Sachen natürlich, im Krankenhaus mit Niki Lauda, als sie... Oh, dieses war so schlimm, das war so eklig alles. Diese Szene, wo er sich den Helm dann aufsetzt mit seiner Frau und sagt, ich muss das jetzt machen. Das sind so wirklich, auch unabhängig als Formel-1-Fan oder Rennsport-Fan, das ist eine Bromance zwischen zwei Leuten, kann man fast sagen. Eine freundliche Feindschaft oder sowas, eine freundliche Rivalität. Ja, die waren ja nie, also Niki Lauda sagt ja auch bis heute, dass sie nie wirklich irgendwie Rivalen waren, sondern dass es immer irgendwie auf Augenhöhe war und dass alles respektvoll und fair ablief. Das finde ich auch, ist es im Ende des Films nochmal gefallen, auch schön gegen Ende hin, wo es dann von den Schauspielern quasi zu realen Bildern wechselt und man den echten Niki Lauda dann nochmal sieht. Das ist schon mal emotional schon ordentlich rangegangen. Ich fand es auch, ich weiß gar nicht mehr, war das der letzte Satz, der gesagt wurde? Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der ging. Der hatte irgendwie, Niki Lauda meinte, es gibt, er hat nie irgendwen beneidet. Er hat niemandem den Sieg gegönnt, außer, also wenn jemand außer ihm gewonnen hat, hat er es keinem gegönnt. Er hat nie irgendwen beneidet, außer James Hunt irgendwie. Und das, warte mal, es war wirklich, war das irgendwie so. Also es hat ihm nichts, wenn er nicht gewonnen hat, bei dem einzigen, bei dem es nichts ausgemacht, wenn er statt ihm gewonnen hat, war es James Hunt, weil das einfach so ein sympathischer Typ war. No? Ja. Ich habe nicht gewonnen, aber du, ach, ist okay, komm. No? Und ich habe im Anschluss nach Rush, die BBC hatte eine Woche vorher im Fernsehen eine Reportage ausgestrahlt, wo die nochmal richtig dann gezeigt haben, wie die Situation in echt dort gewesen ist. Und es ist erstaunlich einerseits, wie akkurat viele, vor allem die visuellen Sachen, ne? Wenn dann James Hunt in einem Interview gewesen ist in den 70ern dort, die hatten exakt in Hintergrundfarbe das Shirt nachgestellt, also die Sätze, die Chris Hemsworth als James Hunt dort abgibt, das sind Sätze, die James Hunt abgegeben hat in den Interviews. Dort, wie akkurat die es nachgestellt haben, aber auch für diese Beziehung zwischen Lauda und Hunt eben gewesen ist. Hunt ist natürlich verstorben seit den 90ern, der konnte also nicht dann aktuellen... Aufgrund seines wilden Lebensstils natürlich. Also wenn man hat den Film ja auch schon gesehen und ich glaube, das ist auch ein sehr beilebender Faktor durch das Kokain und die ganzen Drogen, die er dazu genommen hat. Das sieht man in einer anderen Sportart, hier dem Wrestling, wo ich zugeneigt bin, da, die sterben ja auch wie die Fliegen in ihren 40er und 50er Jahren, weil die
durch das ganze Koks ihr Herz so erweitert wurde, dass ich nicht mehr vernünftig schlagen kann. Ne? Das war bei Hans, denke ich mal, wenn jemand Mitte 40 als fitter, schlankerer Rennfahrer... Ja, irgendwie, ich glaube, der war 54 oder irgendwie sowas. Ne? Also 40, 50-Jähriger dort hätte es eigentlich dann nicht sein müssen. Aber ein toller Film, den man sich gerne auch angucken kann. Ja, euch gerne auf jeden dann Fall. Den Gedankensprung dann dazu nochmal an. Da reden der Schreck und ich mal ein bisschen detaillierter drüber. Ja, Formel 1, ey, wir können ja mal vielleicht auf Lieblingsfahrer mal eingehen. Ja, endlich, mein Lieblingsthema. ja, ich hatte bis 2005, glaube ich, keinen Lieblingsfahrer in der Formel 1. Ich habe mir das alles angeguckt und fand es auch immer eigentlich ganz nett, wenn Schumacher gewonnen hat. Ich fand Mika Häkkinen immer sehr sympathisch. Mhm. Ich fand Kimi Räikkönen ziemlich lustig, weil er nie lächelt und immer gleich guckt. Es gab halt so einige, die ich halt echt cool fand. Und 2005 haben Hamilton und Rosberg zusammen angefangen. Und Keke Rosberg, ach nee, der Sohnemann. Na, der Sohn. Und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das war so lustig. Die waren so nett und jung und frisch. Und Nico ging dann irgendwie zu Williams. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, ich beobachte das mal, was da mal jetzt gucken. So passiert. Und der der ist ordentlich gefahren, sein Williams. Und da war Williams schon echt am Arsch, so teammäßig. Die haben echt nicht mehr so viel gerissen. Und der hat aber das Beste aus dem Auto da rausgekloppt. Und von daher, ja, ich finde ihn halt, er ist halt irgendwie, ich glaube, er ist sehr ehrlich. Man sieht ihm an, dass er ein Snob ist. Er macht auch, glaube ich, keinen Hehl daraus, dass er ein Snob ist, aber das finde ich auch das Sympathische daran, dass er das nicht irgendwie weg retuschiert oder kaschiert, sondern dass er einfach irgendwie so ist, wie er ist. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Und deswegen, ja, bin ich da so ein bisschen hinterher und gucke, ob der mal was wird vielleicht. Und ja, aber auf jeden Fall, er ist auf einem guten Weg. Ich habe mich nie in Nico Rosbergs Karriere so vertieft, dass ich dann irgendwie so, ach, den okay, sympathisch, aber ich habe auch kein Problem dann und so weiter. Es gibt andere Leute, wo, wie eben Schumacher, die mich einfach falsch gerieben haben, sozusagen. Ja, so, und wo ich tatsächlich, wo ich dann auch in mich gehen muss und sagen, wieso freue ich mich jetzt, dass er sich fucking das Bein gebrochen hat und die Saison nicht zu Ende fahren kann. Oh, das war 99, alter Schwede, das war aber auch echt eklig. In Silverstone war es, ne? Ja, das war richtig echt, scheiße. Das war nicht besonders schön. Ja, per se Lieblingsfahrer kann ich bei mir auch nicht wirklich nennen. Ich habe mich immer gerne, ich weiß nicht, wenn man schon Lieblingsfahrer sagen könnte, wahrscheinlich eher so Villeneuve oder sowas habe ich, also Jacques Villeneuve. Ja, der war ja auch mal so ein bisschen so ein Paradiesvogel. Ja, aber die haben sich leider, also die Leute, die ich ganz gern geguckt oder gemocht habe, haben sich entweder nicht so lange gehalten, dass ich sage, okay, ich habe jetzt was besondere Bindung zu dem und ich folge dem durch dick und dünn und so weiter. Es war vielleicht mehr so die Enttäuschung, wenn meine Lieblinge es dann nicht so richtig gepackt haben. Ja. Heinz-Harald Frentzen habe ich sehr gerne. Ach ja, Heinz-Harald. Also ich habe mich so gefreut, dass er, ich glaube, vom Jordan in den Williams gegangen ist und ich dachte, ey, jetzt endlich geil, super. Super, wie toll ist das? So ein sympathischer deutscher Fahrer. Nichts. Eben gewesen, es ist nichts gewesen im Williams, im stärksten Auto. Dann dort. Oder auch ich, die so arme, also arme Leute in Anführungsstrichen, die dann immer die zweite Geige spielen müssen, der arme Rubens Barrichello. Rubens Barrichello ist auch sehr sympathisch, finde ich. Ein super netter Kerl und so weiter. Und auch, wo der sein erstes Rennen in Brasilien, habe ich, hat er doch mal gewonnen, ne? Oder ja, war es sein erstes Rennen überhaupt oder sowas? Dann, ich glaube, in Brasilien hat er mal gewonnen, ja. Auf seiner Heimatstrecke, wo er dann geweint hat ohne Ende und so weiter. Ja. Also ich habe mich auch richtig mit ihm mitgefreut, ne? Auch Kimi mag ich heute eigentlich auch ganz gerne. Kimi finde ich auch super lustig. Ich mag Kimi ein bisschen, ich habe auch, also ich habe keine Abneigung gegenüber Mika Häkkinen. Ist natürlich ein bisschen gefärbt dadurch, dass meine Schwester den so toll fand. Und irgendwie konnte ich es nicht mehr hören, Mika Häkkinen, Mika Häkkinen. Ach, der war aber auch witzig. Der war auch witzig, ja. Mika Häkkinen war nicht jetzt so ganz der Iceman wie Kimi Räikkönen. Der war auch zwar kühl. Nee, der hatte echt guten Humor. Der hatte auch immer die geilen Werbungen mit Boris Becker. Stimmt. Also bevor Boris Becker dann heute zu dieser Karikatur noch geworden ist. Ja, wo ist Boris Becker hin? Sehr merkwürdig. Ja, ich habe es ja schon mal dann, ich glaube, ich habe es mal getwittert. Für mich ist so, Boris Becker und Lothar Matthäus sind die gleiche Person aus verschiedenen Paralleldimensionen. Ne? Ja, eigentlich die Parallelen exakt sind so, gleich. Die Parallelen sind so enorm zwischen den beiden. Ach, furchtbar. Du hast gesehen, Rubens Barrichello, David Coulthard. Ganz ach klar, nee, ach, der war irgendwie immer so, der war halt Schotte. Jetzt muss er vierte Geige bei Red Bull spielen und macht den Test. Hast du gesehen? Der hat, echt? Ich dachte, der macht schottisches Fernsehen. Der war doch mal Reporter. Das macht er, glaube ich, auch, aber der ist ja seit langen Jahren auch Testfahrer für Red Bull. Ach so, gut. Und da gibt es auch online zuletzt ein Video, da ist er auf diesem Burj Al Khalifa, diesem hohen saudischen Hotel. Das höchste Gebäude der Welt. Genau, auf dem Helikopterlandeplatz und hat dort in dem Red Bull Donuts gefahren. Wer? Ach so, auf dem Hotel, meinst du? Auf dem Hotel oben auf dem Helikopterlandeplatz. Da wurde wohl der
Formel-1-Fahrer mit dem Helikopter abgesetzt und dann hat er dort Donuts in 8000 Kilometer. Das ist auch ganz schön cool irgendwie. Alter, hätte ich mich nicht getraut dort. Das ist ja super. Hätte ich mich wirklich nicht getraut. Nee, ich auch nicht. Nee, Großer hat gerne gesehen, Villeneuve. Frenzen vielleicht schon am ehesten. Wen ich überhaupt nicht mochte. Jetzt kommt's. Also mein Formel-1-Fahrer so top. Fernando Alonso gehört auch schon mehr. Der gehört auch schon in die nicht so sympathische Liga. Der hat schon, Alonso ist so zumindest einer, der zusammen mit Felipe Massa, die ich dann persönlich getroffen habe dort. Ja, du Arsch. Ich weiß. Was auch schon sehr cool gewesen ist zumindest. Aber Ralf Schumacher. Alter, Ralf Schumacher, das ist sowas wie der böse Bruder quasi. So, ich hole jetzt meinen Bruder. Ich hole jetzt meinen Bruder in die Formel 1. Und der reißt einfach mal gar nichts. Es war so krass. Dann rumgereicht, kriegt alles in den Arsch geschoben. Es war so krass. Ralf Schumacher war auch so unglaublich unsympathisch und hatte diese dumme Frau auch noch, dieses Blondchen. Oh, furchtbar, der Typ. Nichts Persönliches gegen sie. Tut mir leid. Ja, es ist aber, ich muss das leider so sagen. Es ist einfach, es kam so unfassbar unsympathisch und dumm alles rüber. Und ich, dieses dumme, konstante Hochhypen von RTL, wenn der dann irgendwo, guck mal, lass mal gucken, was Ralf gerade macht, während dann vorne drei Leute um den Sieg kämpfen. Aber Ralf, der kämpft in seinem Jordan um den 8. Platz. Mensch, Leute, warum schaltet die Regie denn unten in Monster Ralf nicht mal auf? Ralf, das ist das, was wir sehen wollen. Ralf ist schon so mein Nemesis. Okay, wie sieht es bei Rennstellen aus? Hast du einen Favorite-Rennstall? Ja, ich bin ja gezwungenermaßen jetzt bei Mercedes quasi. Mhm. Ich finde die aber auch eigentlich gar nicht so unsympathisch, muss ich sagen. Es ist ein rein deutsches Team. Es war bis letztes Jahr auch noch ein rein deutsches Fahrerteam, weil Michael Schumacher ja nochmal unbedingt zurückkommen musste, um sich und der Welt und wem sonst noch irgendwas zu beweisen, was er nicht erfüllen konnte. Das war nicht so gut für ihn, glaube ich, auch und auch nicht für die Legende, die er aufgebaut hatte. Ja. Egal. Mir gefällt es ganz gut bei Mercedes, muss ich sagen. Die sind nicht immer die Besten, was Strategie angeht. Aber sie sind auf dem besten Wege, Zweiter in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werden vor Ferrari. Und das ist eine enorme Leistung. Jetzt mal, also wirklich. Und das muss man hoch anerkennen. Die haben auch zwei Spitzenfahrer mit Rosberg und Hamilton, deswegen die machen sich, glaube ich. Ist das noch der Norbert Haug, der da irgendwie... Nee, der ist ja raus. Der ist raus. Ich glaube, Niki Lauda hat da irgendwie auch die Fäden drin jetzt. Der hat zwischendurch mit der Lauda eher sein Flugzeug und dann... die gibt es ja auch nicht mehr, ne? Der hat ja auch mal, Niki Lauda hatte mal ein eigenes Team, Jaguar. Jaguar war Laudas Team dann? Ja. Oh. Aber die haben es auch nicht gebracht, nee. aber sonst, was denn noch? Ich fand immer Renault ganz cool. Ja. Eigentlich, Renault aber. Ganz merkwürdig in was, oh, das war richtig schlimm damals. Sehr strange, sehr das strange. Ist diese Zerbröckelung des ganzen Renault-Systems hat angefangen damals 2008 in Singapur, als Flavio Briatore. Hey, hör mir auf mit Flavio. Hallo Heidi Klum, hier ist ein Kind. Auf die. Genau. So war's. Mhm. Auf die bescheuerte Idee kam, das Rennen zugunsten von Alonso manipulieren zu lassen, indem er Bruno Senna in die Mauer schickt. Das war die schlechteste Idee aller Zeiten, denn es kam nämlich raus. Ja, selbst wenn es nicht rauskommen will, ist es eine super dumme Sache. Und von da an war natürlich Flavio weg vom Fenster, das Team ging den Bach runter und aus Renault wurde Lotus. Ja. Was nicht schlecht ist, ich finde Lotus nämlich auch super, weil... Das ist auch ein klassisches Team eigentlich gewesen. Richtig, die hatten die Chance wiederzukommen und die haben halt Kimi Räikkönen und Romain Grosjean, zwei sehr gute Fahrer, obwohl Grosjean die Hälfte der Saison eigentlich nur Scheiße baut, aber der reißt sich jetzt zusammen, der ist öfter mal auf dem Treppchen, das finde ich alles ganz gut und deswegen, die finde ich eigentlich... auch sehr sympathisch. Ansonsten, mein Hassobjekt ist auch, als Schumacher noch da war, Ferrari immer. Ferrari finde ich zum Kotzen. Diese ganze Struktur da mit der Stallregie und so geht mir übelst auf den Zeiger. Ja, ich. Was bei Red Bull definitiv auch der Fall ist, aber das Schöne ist ja, dass Mark Webber aufhört und es ihm alles scheißegal ist, was ihm gesagt wird und er fährt einfach. Das ist so super, das hat auch was auf jeden Fall. Es ist so lustig. Mark Webber denkt sich einfach, fuck it all, ich höre auf mit dem Scheiß, ich brauche überhaupt nicht mehr drauf hören, was die Idioten mir sagen und das macht er auch, das ist super gut. Das war so diese erste Saison, wo Red Bull dann Weltmeister geworden ist, wo es sich noch entscheiden konnte zwischen Webber und Vettel.
Genau. Also ich, so sehr ich dann auch mich gefreut habe, auch für Vettel, den jungen neuen deutschen Nachwuchsfahrer, ich finde, Webber ist einer der sympathischen dort. Also ich finde halt, der lässt sich nichts sagen, so, der ist halt so frei schnauzemäßig. Ja, das genau. Finde ich auch ich ganz glaub, geil. Das kann man wirklich dann wertschätzen, ja. Sozusagen in einer Armee von Ja-Sagern und Leuten, die sehr auf ihr Image dann hauptsächlich beruht genau. sind. Ja. Ich würde sagen, so auch schwierig, also Renault natürlich dadurch, schade, dass die so ausgeflattert sind am Ende, aber die haben sich schon eine ganz gute Legacy eigentlich aufgebaut am Anfang mit den Siegen von Schumi und dann zwischendurch drin auch. Ja, Benetton hießen die damals, ne? Benetton, bis es dann Renault dann selbst übernommen hatte alles. Ich muss sagen, ich mochte Williams immer ganz gerne, auch mit Frank Williams als natürlich der Chef, der Rennstallchef im Rollstuhl. Ja, Nico war ja anfangs seiner Karriere in der Formel 1 bei Williams, deswegen, ich habe auch eine Williams-Kappe zu Hause. Das ist ja schön. Aber ich war nie wirklich irgendwie bei, das war nur, weil Nico da war, ich war nie wirklich irgendwie Williams. Es kam eben dann durch die Zeit mit Mansell dann und Damon Hill und sowas, das waren schon ziemlich coole Nummern damals gewesen und an die konnte ich mich eher dran heften als jetzt McLaren hätte man eigentlich auch. Ja, die sind auch so, das ist auch immer so eine Sache, das sind halt so steife Engländer. So. Genau, das ist das Gegenteil von Ferrari eigentlich, aber auch nicht cool. Und Ferrari, ich weiß, Ferrari ist ein Traditionsrennstall, ja, das ist so. Bla bla bla, da ist nur Korruption und Geld, glaub mir, das ist schlimm. Auch dort die Reportage zu Rush, also jetzt nicht zu dem Film, sondern zu der Sache, von der ich erzähle, von der BBC, ja. Die auch nochmal. Was da für dieser enorme Scheiß, den die Ferrari-Techniker da abgezogen haben und Regelungen in Büchern dann wälzen und versuchen zu tricksen und so weiter und so, das macht keinen netten Rennstall und so weiter. Nein. Aus. Aber so war Ferrari schon immer. Die haben immer irgendwie, wenn es ging, interveniert gegen irgendwas, was andere Autos auf einmal neu hatten, was sie besser gemacht hat. Ferrari war die erste Instanz, die da Veto eingelegt hat. Es war immer so und es wird immer so bleiben. Die sind halt einfach unsympathische Assis. Sorry. Ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, um das dann hier zu beenden. Ne? Amen. Kannst du deinen Tipp abgeben, Anne, welcher... wer dieses Jahr Weltmeister wird? Ach, ja, wer wird dieses Jahr Weltmeister? Nein. Das kann ich dir gut sagen. Wenn jemand Vettel nächstes Jahr die Formel 1... Dann ist es Nico. Ist es Nico? Nico hat sehr gute Chancen. Der war in den letzten beiden Rennen, glaube ich, jeweils Zweiter. Ich finde, Mercedes hat gar nicht mal die schlechtesten Chancen von allen. Leider muss ich, glaube ich, sagen, dass Alonso immer noch viel stärker ist als die beiden Mercedes-Menschen. Alonso hat mal gute und mal schlechte Tage. Ja, der hat echt ein bisschen durchwachsen alles. Aber ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Ich freue mich auf Kimi und Alonso bei Ferrari. Mhm. Das wird nochmal richtig heikel, glaube ich, Alonso seine Führungsposition natürlich nicht kampflos hergeben wird. Dabei gedacht haben, das frage ich mich auch. Als das rauskam, Kombi. Ey, da habe ich auch da gesessen und dachte, seid ihr eigentlich behindert? Wie könnt ihr das machen? Das funktioniert doch nicht. Noch einen dritten Fahrer, damit sie sagen können, die beiden sind Nummer 1 und der die Nummer 3. Also. Ich erinnere daran, als Alonso zu McLaren gegangen ist und da wieder abgehauen ist, weil es ihm nicht gepasst hat. Mit Lewis Hamilton dann, richtig, weil sie zwei gleich starke Konkurrenten waren. Eine komplette Dummheit eigentlich. Das war alles so dumm. Und ich freue mich. Gespannt zu sehen, was dort passiert. Ich glaube trotzdem, dass Alonso der Erste ist, der da irgendwie intervenieren kann. Ich hoffe natürlich auf Nico, der dieses Jahr auch schon ein paar Rennen gewonnen hat und auch gut immer auf dem Treppchen war, wenn er nicht irgendwie ein Auto Schaden hatte, irgendwie Motor oder Getriebe, weiß ich nicht. Irgendwas geht immer kaputt bei Mercedes, leider. Und wenn das nächstes Jahr alles läuft, dann bin ich zuversichtlich, dass Nico auch ziemlich weit vorne sein kann. Sehr schön. Dann drücken wir Nico und Mercedes die Daumen. Ja. Formel 1 Daumen. Okay, gut. Dann lass uns an dieser Stelle mal den Formel 1 Talk dann wieder in die Boxengasse fahren. Natürlich. Ich habe lange auf diese Überleitung gewartet. Ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen. Ja, bitte. Als ich klein war, habe ich mit meinem Kassettenrekorder, das war der Shit, wenn man einen Kassettenrekorder hatte, der konnte aufnehmen, der hatte ein Mikrofon, so ein ganz, ganz kleines. Und dann habe ich immer leere Kassetten gehabt und habe dann mit meiner Freundin, die auch Formel 1 geguckt hat, immer so Formel 1 Talks aufgenommen. Ich glaube, ich habe noch eine. Das ist das Allerbeste. Dann bringt ihr mal vorbei. Es ist das Allerbeste. Und dann haben wir immer, wir haben dann Gäste eingeladen, so Michael Schumacher und Mika Häkkinen und so. Und das waren wir selber. Das war so geil. Und wir haben uns über allen möglichen Scheiß unterhalten. Ja, hier, die Marc Genet ist schon wieder im Kiesbett gelandet und so. Ey, das war
war richtig lustig. Wir hatten halt so eine Radiosendung auf Kassette aufgenommen. Das finde ich ey, halt so viel dazu. Das hat halt irgendwie, das war immer ein Teil meines Lebens. In sehr vielen Wegen. Wenn man sich dann mit sowas da mal identifizieren kann, finde ich es auch sehr gut. Das ist ja auch etwas, Formel 1 ist was Besonderes. Ja. Und das muss man sich nicht nur angucken, nur weil Schumacher oder Vettel gerade drauf sind. Richtig, ganz genau. Gut, Anne, du kannst ja gerne nochmal sagen, wo man dich im Internet finden kann. Ja, ich betreue einen Games-Kanal und einen Kinokanal im The Fuck Netzwerk. Mhm. The Fuck, so wie What the Fuck, also mit Q am Ende. Da gibt es allerlei lustigen Schwachsinn zu sehen. Wir haben auch andere Kanäle, da geht es um Musik, Liebe, experimentellen Quatsch. Könnt ihr gerne mal einschalten, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Sehr schön. Schaut einfach in die Videobeschreibung, dann könnt ihr auch einen Link dann dorthin finden. Dann vielen Dank, liebe Anne. Sehr gerne. Ich komme gerne nochmal wieder und das dann ziehe ich wieder genau die gleichen Klamotten an, Gregor. Das ist toll. Dann gucken wir mal, was für andere tolle Themen wir uns für unsere Podcast teilen. Ja, es gibt bestimmt noch einige Themen für uns. Überlegen können. Ja, danke an Anne und danke an euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr könnt ja gerne auch in den Comments mal reinschreiben, welche Rennen ihr als Hörspiel dann nochmal aufgenommen habt. Ja. Habt ihr dann vielleicht die Kinder von der Nachbarschaft dann hergeholt, dass sie machen müssen? Wäre interessant zu wissen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann bald beim nächsten Mal sehen beim Hineinsprung. Bis dann.